Hey Kinders, was geht bei euch ab? Junge! Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Skins Video. Heute gibt es die Nova. Warum gibt es für die Nova eigentlich so viele geile Skins, die auf anderen Waffen auch sehr gut aussehen würden? Beginnen wir direkt mit unserem Sponsor. Skinny Baroni. Ihr kennt die Seite Skins kaufen und verkaufen für echt Geld. Eine MAC-10 Reservoir StatTrak 2 Euro. Was will man mehr? Hier drüben kann man Zeug einstellen, ne? Da oben kannst du nach speziellen Messern suchen oder nach Zubehör. Guck mal da, zum Beispiel Handschuhe. Ich kaufe mir jetzt welche für einen Euro. Naja, heute sind aber die Schrotflinten dran. So, schwere Waffen, Nova, bumm. Auf dem Platz Nummer 10 liegt die Nova Koi. Die Bubbler Koi, man kennt sie, wir haben sie schon mal rausgehustelt in einem Giveaway. Sweetest Ding mit einem Koi drauf. Der Preis ist bei der Koi gar nicht so teuer, wie ein Koi eigentlich kosten würde. Von daher akzeptabel. 66 Cent in FN. Platz Nummer 9, die Nova Toy Soldier. Die erinnert mich immer noch an dieses Plastik-Toy Soldier-Soldatenspiel auf der PlayStation 1, glaube ich. Das habe ich früher mit meinem Cousin gespielt. War sehr sweet. So wie der Preis ja bei der Waffe auch. Minimal Wear 53 Cent ist ja noch ein NFN. Na, da guckt doch mal einer. Schau. 1,40 Euro. Die Wood Fired liegt auf dem 8. Platz und ist richtig sick. Leute, richtig sick. Wenn ich die hier drauf hätte, Alter, ich würde ausrasten. Wie kann man sowas machen eigentlich, auf so einem Plastikscheiß so eine Feier machen? Gar nicht, ne? Anzünden wahrscheinlich. Ich würde so gerne Skins herstellen. Vielleicht mache ich das einfach. So als Nebenverdienst, so eine Nova Woodfire. Klar, kannst du mal für einen Taui raushauen, ne? Weißt du, hier so eine Dragonlore drauf machen. Sweet. Finanziell kann man da auch eher nicht so sehr viel anlegen, ne? Also 7 Cent. 7 Cent. 5 Cent. Und jetzt haltet euch gerade mal fest für den 7. Platz, und zwar die Baron Orange. Die ist ganz neu, glaube ich, noch, ne? Ja, die ist ziemlich neu. Und ihr werdet euch nicht vorstellen können, was das Ding kostet. 75 Euro. Sag mal, geht's noch? Nova Plume auf Platz Nummer 6. Warum gibt es für die Nova eigentlich so viele geile Skins, die auf anderen Waffen auch sehr gut aussehen würden? So ein Ding auf einer AWP. Kieselsteine, die zu Federn werden. Und dann zu Holz. Kennt man. FN 30 Cent, kennt man noch viel mehr. 8 Cent, in kaputt. Und wisst ihr, was auf dem 5. Platz kommt? Ein richtig, richtig geiles Ding. Habt ihr schon mal diese richtig geile Rising Skull gesehen? Wie edel ist denn die? Warum habe ich von der noch nie irgendwas gehört oder gesehen? Die habe ich doch beim letzten Top 10 nicht dabei gehabt, oder? Die habe ich heute das erste Mal gesehen, dachte, what, dude, dude. Richtig nice. Also, sehr einfach, aber nice. Der Preis nicht, aber trotzdem nice. Auf Platz Nummer 4 ist vor allem Gretel natürlich sehr heiß, und zwar die Antique. Ich glaube auch Adrian ist so ein Fall, oder Adrian? So eine Waffe hast du bei dir zu Hause stehen, ne? An der Wand. Dann wird er direkt furios. Furios werde ich beim Preis auch so ein bisschen, also er sieht zwar geil aus, aber ich würde jetzt keine 14 Euro bezahlen, Ein Euro wird gehen, da wäre ich dabei. Stellt euch vor, es gäbe eine gesetzlich vorgeschriebene Grenze an Wertigkeit für solche Ingame-Objekte. Und das wären 10 Euro. Der Skinmarkt würde bestimmt wegbrechen. Aber glaubt ihr, Skins an sich wären trotzdem noch so beliebt? Also fürs Auge? Oder schätzt ihr, dass die Leute, die Skins als Skins ansehen, was sie ja auch sind, also einfach nur als Optik, dass die nur in so einem kleinen Anteil auftreten, dass man die vernachlässigen kann und die Skins aussterben werden? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Jetzt kommen die ersten 3 Plätze. Das heißt, ihr könnt wieder raten, was da wohl bei mir liegt. Ich denke, der 1. Platz ist für die meisten vielleicht gar nicht so schwer zu erraten, weil sie mich kennen und Gauner sind. Alle anderen werden ein bisschen ratlos sein, ne? Überlegt mal. Ich zeige euch mal hier oben kurz alle. Pass auf. Fertig. Platz Nummer 3. Nova Bloomstick. Oh, guck mal. Oh, sowas kann man seiner Frau schenken. So eine Waffe. Zum Valentinstag, zum Geburtstag, zur Hochzeit. Geht alles. Mir gefallen Skins mit Pflanzen drauf, das wisst ihr. Aber gefallen mir auch Skins mit Pflanzen drauf, die teuer sind? Ich glaube nicht. 134 Euro. Es ballert. Huhu. Vergesst nicht, dass auf Skin beruhen echte Menschen ihre Preise machen, ja? Und die meisten kommen erst zur Vernunft, wenn ihr Kram nicht gekauft wird. Erst dann fahren sie mit dem Preis langsam runter, ja? Ja gut, aber was ist jetzt eigentlich auf dem 2. Platz, fragt ihr euch? Und wann ist heute eigentlich Livestream? Um 18 Uhr ist heute Livestream, Leute. 18 Uhr, also jetzt schon an. Kommt einfach rein in den Livestream, ja? Sobald ihr fertig seid mit gucken. Und dann freuen wir uns, ne? Auf dem 2. Platz liegt die Wild Six. Was ist das für eine blöde Frage? My gun, my rules. Wild Panetti. West Coast. East Side. Larry. What great damage. No, that's a lot of damage. Was man da jetzt monetär so anlegen kann, fragt ihr euch. 30 Cent. 54 Cent. 1,70 Euro. Und jetzt kommt der 1. Platz. Haltet ihr euch schon fest irgendwo? Was ist los? War irgendwie klar, ne? Die Hyper Beast. Nach wie vor absoluter Lieblingsskin, ne? Richtig, richtig, richtig sweet die Geschichte.
Brauche ich gar nicht dazu sagen, ne? Und mit den Euronen, die man dafür ausgeben kann, kann man eigentlich auch leben. Also, oder? Muss ja nicht zwingend FN sein, man kann ja auch mal so eine Fehltestet holen. Die sieht trotzdem noch sweet aus. Soweit? So gut. Ich dachte irgendwie, ich hätte mehr Shit. Vielen Dank für eure Kommentare und für die ganzen Likes. Ihr seid im Moment gerade echt wieder richtig im Abdrehen. Absolut edel. Ich suche jetzt noch geschwind die Skins für den... Alter, nice, bruh. Ich suche jetzt noch geschwind die Skins für den Stream raus. Der läuft, wie gesagt, jetzt schon. Also um 18 Uhr beginnt er heute. Und es ist wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 7 nach 6. Ne? Ran! Ran! Link steht in der Beschreibung.